Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video hier auf Welt 30 International. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder eine Woche rum und es gibt wieder ein paar Updates zu zeigen, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen zu rasieren. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ist ein produktplatziertes Video, wie ihr oben links sehen könnt, wenn ihr mitspielen wollt auf Welt International 30. Die Links dafür sind in der Videobeschreibung ganz oben oder ihr geht einfach über Steam, sucht Shakes and Fidget Remastered und erstellt euch hier einen Charakter. Das sieht hier aktuell unsere Gilde Zwickau. Warum hier Hashtag 1 da steht, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall nicht auf Platz 1. Das steht schon mal fest. Wir sind auf Platz 167. Jetzt steht es auch richtig da. Sehr gut. Schöner Bug auf jeden Fall. Wir sind momentan voll, haben aber eine zweite Second-Gilde aktuell. Und die nennt sich Zwickau 2. Ja, ja, ist richtig. Es geht ja auch um Gilden und nicht um Dings. Die nennt sich Zwickau 2. Ja. Und da kommen erstmal alle rein, die mindestens Level 10 sind. Also sprich, wenn ihr neu anfangt und dann Level 10 habt und eure Gilden beitreten könnt, dann meldet ihr euch bitte bei den Herren hier, Olaf0815. Der wird euch dann einladen. Es gibt natürlich ja auch Regeln, nicht zu vergessen. Und wenn ihr dann stark genug seid, beziehungsweise wenn wir hier Platz in unserer Hauptgilde haben, werdet ihr dann hier rüber transferiert. So viel zum Thema zur Info. Ansonsten, es steht ja im Titel, es gibt ein Giveaway und das wird es jetzt wöchentlich geben für alle Leute, die hier in der Gilde sind, aber natürlich auch für normale Zuschauer, nenne ich es mal, die nicht Shakes and Fidget jetzt aktiv spielen, weil sie entweder keine Zeit haben oder halt nicht auf neuen Server anfangen, ist ja kein Problem. Ich verlose insgesamt 200 Pilze in 50er Abschnitten. Also das heißt, 4 Leute können jetzt pro Woche, jede Woche, können jetzt 4 Leute 50 Pilze in Wert von 5 Euro gewinnen. Das läuft über Steam-Guthaben. Also falls ihr es über das Handy spielt, müsst ihr euch da mal kurz bei Steam da einloggen und ne, die ganze, den ganzen Spaß da irgendwie einzugeben. Ne? Ist ja ein ganz klassischer Fall. Und das läuft über Steam-Karten. Wer dann mal gewinnt und das jetzt aktiv nicht spielt, der kann es dann einfach bei Steam einlösen. Ihr findet dazu auch in der Videobeschreibung einen Link zu Klimio, wie damals beim Adventskalender, eine E-Mail-Adresse, dann noch, um eure Chancen zu erhöhen, könnt ihr dann noch was anklicken, wie halt Video liken, kommentieren und bla bla bla. Ne, ist ja ganz klar, Video anschauen habt ihr jetzt in dem Fall schon. Und das werden wir damit jetzt jede Woche durchziehen. Da werde ich nämlich einen Teil meines Geldes, was ich für dieses Product Placement kriege, an euch einfach weitergeben bzw. verschenken, dass wir hier A, ein bisschen weiter vorankommen und B, um euch auch zu danken, dass ihr dieses Video hier schaut. Ne? Sollte ganz klar sein. So, jetzt haben wir 2 Minuten 50 rumgelabert. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen einen Turbogang rein. Es sieht aktuell wie folgt aus. Festung Nummer 10, Rucksack 7, Akademie 8, Steinbruch 9, Holz 8, Arbeitslager 9, Geschützengilde, was haben wir hier, 8, Kaserne 7, Schmiede wird gerade ausgebaut, dauert ewig 90 Jahre. Markierturm 8 und Befestigung 9. Wir haben 21 Soldaten der Stufe 70. 16 Bogenschützen. 8 Magier. So, hier Goldmine. Macht gerade noch hier Steine suchen. Aber ja, nützt nicht. Denn das, was rausgekommen ist, hat sich nun mal gar nicht gelohnt. Und überspringen würde ich es halt wirklich ungern. Außer wir finden jetzt hier noch irgendwas Sinnvolles. Die Hexe hat ein bisschen was getan. Wir haben mittlerweile 4 Zauberrollen. Und zwar hier Amulett, um Abenteuer öfters Gegenstände zu finden. Gürtel, um ein Bier mehr am Tag zu vertragen. Handschuhe, um höheren Reaktionswert zu haben. Also sprich, dass wir zuerst angreifen. Und Talisman, um die Beutechance im Allgemeinen zu erhöhen. Ist jetzt nicht so das Geilste, aber okay. Ihr seht, ich bin Level 94. Das heißt, mit Level 90 schalten wir auch den Schmied frei. Das ist der hier. Und im Schmied, da können wir unsere Gegenstände verbessern. Bis zu 20 Mal können wir das upgraden. Wir können es auch zerlegen. Wir können einen Gegenstand mit einem Sockel versehen. Das kostet allerdings richtig viel Kohle. Und wir können aber auch, wenn wir einen Edelstein rausholen wollen, auch machen. Seht ihr hier unten rechts, kostet aber auch ein bisschen Kohle bzw. Pilze. Ansonsten, wir haben aktuell Epic Event, was auch schon mal sehr schön ist. Das werden wir später tun. Wir werden jetzt erstmal hier im Allgemeinen die Alu durchballern. Das mache ich immer mit Sanduhren. Aus einem ganz simplen Grund. Man kann ja zwischen 23 und Mitternacht jeden Tag mit Pilzen überspringen. Nehme ich größtenteils nicht wahr, weil ich um die Uhrzeit entweder noch irgendwas zu tun habe oder eben was anderes mache. Und deswegen mache ich das dann immer irgendwann, bevor ich pennen gehe. Und da nutze ich eben die Sanduhren. Die wiederum kaufe ich gegen Ingame Gold. Ist eine relativ teure Geschichte, deswegen
macht das nicht so wie ich es mache, sondern spielt eure Alu über den Tag über ab. Und da ist euch am Ende des Tages mehr geholfen. Das steht schon mal fest. So, ihr seht hier, jetzt können wir maximal 11 Bier saufen. Also wir haben einmal 20 Alu mehr. Was schon mal eine sehr, sehr schnieke Sache ist. Wir gehen natürlich hier, ehrlich gesagt, die Sanduhren jetzt aber auch aus. Das heißt, wir müssen dann einmal upgraden, beziehungsweise neu kaufen. Das nützt nichts, da ihr seht, Pilze sind wieder mit am Start. Und schon sind wir Stufe 95, sowas auch geplant. Hier haben wir einen neuen Dungeon freigeschaltet, sehr gut, freut mir, mal gucken, wie weit wir da kommen. Wir sind ja nur mehr 9 Level insgesamt aufgestiegen im Vergleich zur letzten Woche. Man merkt halt, so höher der ganze Spaß wird, desto langsamer wird es auch, ne? Aber das ist in dem Fall ganz normal, dass der, jetzt habe ich natürlich die eine Sandro wieder übersprungen, das ist natürlich in dem Fall auch ganz normal. So, nee, das nützt uns nichts, genau, ja, das ist schön Sanduhren. Die gönnen wir uns mal wieder eine Übersprung, aber der Zehnerpack ist eh besser. Ja. Aktuell kriegen wir hier zwar Epics raus. Man merkt halt, das Epic-Wochenende, aber so viel Sinnvolles war jetzt hier bei Weitem noch nicht dabei. Aber ich brauche ja erstmal a little bit Sanduhren. Guckt einfach nicht auf die Pilze, ja. Guckt einfach nicht auf die Pilze. Das wird euch nur wehtun. So. Ja. So, 34 sollten wir erstmal wieder weiterkommen. So, gucken wir mal hier. 36, 35, 40, 40 hätte ich gern. Was haben wir hier? So 32, oh. Ja, wenn es noch ein bisschen Gold raus, 6, 56. Ich gehe immer nach XP. Ja, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Außer jetzt natürlich beim Goldwochenende, da. Okay, eine Abenteuerlust mehr. Außer jetzt natürlich beim Goldwochenende, da gehe ich natürlich auch ein bisschen aufs Gold. Zwar nicht immer komplett. Aber ansonsten, Leute, immer XP oder gegebenenfalls sogar nach Gegenständen. Wenn da mal irgendwas Sinnvolles mit dabei ist. Hat man ja wie Dungeon-Schlüssel beispielsweise, ne? Das ist. Das gehört jetzt noch zum Thema sinnvoll. Aber ansonsten läuft das. Durch den Gildenbonus haben wir mittlerweile auch bis zu. Also knapp 50, nicht bis zu, sondern knapp 50 Prozent auch Gold- und XP-Bonus. Was auch eine ganz schnieke Sache ist. So. Wenn man sich natürlich noch ein bisschen, wie soll man sagen, da ein bisschen langsamer durchklickt, noch ein bisschen ausrechnet. Naja, 5 Minuten kriege ich jetzt mehr. Wie für das 10 Minuten Ding und alles, ne? Das ist durchaus klar. Zum Beispiel hier 2 Minuten kriegst du 10.000 XP. Kriegst sogar noch eine Sanduhr zurück, was natürlich auch sehr nett ist. Dann kann man das sicherlich noch effizienter das Ganze machen, aber so reicht es auch erstmal. So, die Hexe braucht Kopfbedeckung. Da haben wir natürlich absolut keine davon bekommen, was sehr schade ist. Mal kurz gucken hier. 19 bis 21. 21 ist eigentlich immer ganz gut. Dann kriegen wir mal wenigstens noch bestehende raus. So, immer können wir noch machen. Das ist eigentlich relativ. Das heben wir uns hier erstmal auf. Und schmeißen das hier rein. Und raus damit. So, dann klicken wir uns hier noch fix durch. So, ich sage ja, achtet einfach nicht auf die Pilze, das ist das Beste. Einfach nicht auf die Pilze achten. So, das hier rum, Thema Pets. Da fangen wir am besten gleich erstmal an, weil das ist gar nicht so viel, was wir hier haben. Blau. So, was haben wir hier? Wir haben Wasser. Wasser 12, das ist ganz niedlich, können wir mit Schatten bekämpfen. In dem Fall das Niedrigste. Wasser 41, ja, schwierig, haben wir Licht dahinter, schaffen wir nämlich eh nicht. Wasser 17, geht das rein. Ja, Wasser 20 gegen Wasser 30, gibt's heute nur Wasserpads, alles klar. Ah, nicht verkehrt, gut, da können wir wenigstens den hier ein bisschen hochrüsten. Und dann hauen wir das hier mit rein. So, Schattenhabitat,
Schaffen wir ohne Probleme. Oder auch nicht. Warum hat er jetzt nicht einmal getroffen? Achso, weil ich vielleicht auch mal einen richtigen auswählen müsste. Läuft. Wollte gerade sagen. Gibt eine halbe Mille Erfahrung. Das ist ganz angenehm. Das sieht eher schwierig aus. Das sieht eher sehr schwierig aus. Gucken, Stufe 20. Reicht das schon aus? Bei dem Pets hier. Naja, reicht leider nicht aus. Jetzt Batman. Okay, dann gehen wir ins Lichthabitat. Schon sind wir 96. Sehr gut. Yam, 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 yam. Den schauen wir auch noch. Yam, yam, yam. Und hier 18 wird eher auch schwierig. Okay. Dann Erdhabitat. Läuft ohne Probleme. Guck mal hier. Kriegst du noch einen Apfel. So nett. Das haben wir sogar auch noch geschafft. Sehr überraschend. 28. Aber hier wird es leider nichts mehr. Oder 64, das ist zu schaffen. Also mit ein bisschen Glück ist es zu schaffen. Dann machen wir mal kurz den hier. Das Video wird ein bisschen länger, wie ihr seht. Wie ihr jetzt vielleicht schon seht. Aber das ist egal. Wir wollen hier ein bisschen rasieren hier. Jo, geschafft. Sehr gut. Freut mir. Zack, 29. Das wird jetzt eher mit 26 weniger was. Ja. Aber läuft. Aber ihr merkt schon in den Tierkämpfen hier, geht schon ordentlich steil. Das geht wirklich schon absolut ordentlich steil. Was da an XP fließt. Ja, 10.000 ist jetzt nicht so geil. Haben wir auch geschafft. Sehr gut. 31, aber dann schaffen wir die 26 jetzt hier. Nee, ne? Der wird schwierig. Der wird sehr schwierig. Aber egal. Damit haben wir das nämlich auch schon mal durchgeprügelt. Schöne Sache, eine schöne Scheiße. So, der liegt. Der liegt sowas von, Freunde. Und da haben wir auch endlich mal wieder ein ordentlicheres Teil hier bekommen. Zwar nicht sockelbar, aber immerhin. Also, das ruppt uns natürlich 6,7,2 an. Ja gut, so viel ruppt uns theoretisch gar nicht raus. Können wir später ja auch noch nachsockeln. So, gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Haben wir geschafft, wunderbar. Ja, meine neue Waffe wäre ja im Allgemeinen mal schön, aber es sei uns nicht gegönnt. Es sei uns einfach nicht gegönnt aktuell. Ah, 91, jo, liegt. 1 Million kriegt man da mittlerweile an HP, das ist krass. 198, 361, 140, naja, 48, der kann liegen. Freunde, der kann wirklich liegen. Ja, und er liegt auch. Level 99 erreicht. Und, das sieht gut aus. Das ist ein Ring. Nee, das ist ein Dings. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Gehen wir mal in Dungeons weiter hier. Kriegen wir die Zähne noch gerissen? Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber 600.000. Oh, doch, doch, die kriegen wir. Die kriegen wir, Freunde. Wenn wir schon mal auf 100.000 kommen. 148.000 bis jetzt das Niedrigste. Wenn ihr sagt, Alter, wie kannst du da überhaupt durchblicken? Ich blick da durch. Man muss sich immer noch auf die Zahlen konzentrieren. Aber wenn wir eh gerade mal noch so viele Pilze haben, können wir auch mal ein bisschen hier Vorlaufzeit nutzen. Aber das sieht dann vielleicht doch eher schlecht aus. Sheesh. Schade, wer geil hat man das noch geschafft. Aber egal, hier rasieren wir auf jeden Fall. Ach, Mann, das ist auch ein Game, die mir immer solche scheiß Waffen. Brauche ich nicht. Ja, 300, oh ja, 5000, der liegt. Ja, sag ich doch, der liegt, aber kein Item davon bekommen. Leider Gottes. 200, 500, 150.000. 210, 40.000. Der kann 42.000, der kann liegen. Er braucht einfach noch eine gewisse Zeit. Aber dann liegt er. Das ist immer so der Indikator dafür. Wenn er so niedrig geht, dann kann der auch liegen. Ist halt immer nur die Frage, wann. Also ich kann mich noch früher dran erinnern, Welt 36, deutsche Welt 36, das war 2015, oder 2016 war das. Ich glaube, da habe ich auch mal 100 Pilze an einen Gegner verbraten. Ich meine, das kann man machen. Hab das, und da ist es auch geworden, und wir haben Stufe 100 erreicht. Freunde, Stufe 100. Schmeckt, würde ich sagen. Schmeckt, wunderbar. So, gucken wir mal, ob wir das hier noch legen können. Aber hier sieht es eher schlecht aus. Der Klatsch, was ist denn das hier? Intelligenz?
Das ist auch ein Intelligenz. Eigentlich gar nicht so viel, aber klatscht halt. Wir gucken uns das mal an. Ja, der klatscht ordentlich rein. Aber okay, gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ja, jawohl! Eine neue Waffe, meine Damen und Herren. Ich bin ja hier fast beeindruckt. Ich wäre fast bekloppt. So, läuft. Läuft, 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 Freunde. Läuft. Schöne Sache. Hier mal als Vergleich, ne, wir haben... Naja gut, wir gehen von der HP massiv runter. 531.000 zu 482.000 steigern aber von 64.000 von 64.000 Schaden gehen wir hoch auf 109.000 Schaden. Ja, dann würde ich eher sagen, lieber da etwas zurückstecken. Also in der HP zurückstecken und dafür aber halt im Kampf austeilen. Und schon liegt das Teil. Und schon liegt das Teil und schon kriegt man einen epischen Anzug. Leute, es läuft. Habe ich doch schon mal gesagt. Es läuft. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt muss die Scheiße aber auch liegen. Ja, jetzt liegt die Scheiße auch, ne? 40.000 Schaden im Durchschnitt macht schon ein bisschen was her. Macht auf jeden Fall ein bisschen was her. 216.000 und liegt auch Stufe 102 erreicht. Freunde, was ist denn hier los? Das ist der hellste Wahnsinn. Das ist der absolut hellste Wahnsinn hier. Oh, 3000. Freunde, der liegt. Der liegt. Sowas von liegt der. Ey, da hauen wir ja die Pilze raus. Wisst ihr, wie geil mir das ist? Jawohl. Level 100, 3000. Läuft. Aber allerdings jetzt ein Item wieder bekommen, was uns nichts nützt. So, der liegt auch. Level 104. Freunde, gibt es überhaupt ein Level Cap? Ja, gibt's. Ich weiß. Läuft weiter hier. Jetzt wird durchmarschiert. Mein Gott, das hat mal wieder gedauert. Müssen wir jetzt mal an dem Punkt waren. Ah, das ist gut. Level 105, Freunde. Läuft. Level 106. Was wollt ihr? Was wollt ihr denn? Es ist doch easy peasy hier. Freunde, jetzt rast schau langsam mal aus hier. Ist ja Wahnsinn. Alter, das Ding ist sogar noch besser. Ich wäre bekloppt. Aber jetzt müssen wir langsam aufräumen. Wir haben keinen Platz mehr. Leck mir am Arsch. Jetzt haben wir wirklich lange keinen Platz mehr. Ich werde echt langsam kritisch hier im Park. So, gucken, ob wir hier noch weiterkommen. Oh ja, 189.000, der liegt genauso. Wir brauchen ein bisschen Vorlaufzeit, aber... Jawohl, jetzt will er nicht mehr. Die dumme Sau. Oder? Jetzt weigert er sich ein bisschen. 189.000 war bis jetzt... Sind wir jetzt gar nicht rangekommen. Das war pures Glück. Kann man so sagen. Scheiße, den hätte ich ja schon gerne, wenn wir den erlegen würden. Aber sieht eher schlecht aus, schade. Aber wir haben einen neuen Dungeon. Ja, 107. Ja, läuft. Ja, der liegt auch. Der war zu kritisch jedes Mal. Come on. Leg dich. Jawohl. Da liegt er. Und da haben wir schöne Pantoffeln hier. Ziehen uns ein bisschen Intelligenz ab, geben uns aber alles im Allen ein bisschen mehr. Ja, die 1000, die schaden nicht. Da werden wir wenigstens die anderen Attribute ein bisschen mehr. Aber ich glaube, so weit kommen wir hier gar nicht. 200.000, das war jetzt der echte Glück hier, ne? Das ist gerade sehr, den schaffen wir sonst noch im Millionenbereich. Ja, 200.000 ist ein bisschen kritisch. Ja, hier ein paar Versuche machen, wenn wir, 50k so in die Richtung, wäre das was? Ne? Das wird nicht, schade. Ach, das wäre nicht schlecht. Wenn wir den noch hauen. Ah, schwierig. Schwierig, sage ich euch. Ne, verlassen wollen wir nicht. Wartet mal. Ja, das ist genauso ein Edelstein, den ich eigentlich nicht gesucht habe. Ja, das ist schon mal ein Edelstein, den ich mehr gesucht habe. Das ist schon mal gut. 131. Intelligenz rein mit dir. Wenn wir jetzt noch... So, warte mal, da müssen wir mal kurz gucken, ob wir das... ich glaube, das wird ein little bit zu teuer. Sockeln... Ja, das wird... Sockel-Upgrade... Ja, das wird... allgemein ein bisschen zu teuer, ne? Geschick brauchen wir halt nicht. Das ist, schwierig. Geschick ist schwierig. Wenn wir noch Intelligenz immer finden, aber weiß, wie hoch jetzt die Chance wird sein. Das ist halt... Also, Edelsteine überspringen... Ist eine teure Sache, aber es wurde belohnt. Muss man auch ehrlich mal dazu sagen, es wurde jetzt in dem Fall mal belohnt. Und gucken wir mal. Jawohl, sag ich doch. 108.
Es ist. Gut, an den wird es scheitern, ja. Ja doch, an den wird es scheitern, 2,5 Millionen. An den anderen wird es genauso scheitern. Aber Freunde, hier haben wir richtig aufgeräumt. Hier haben wir doch mal 106... Naja, nee. Zap, geschafft, Freunde. Level 100, unten geilen Ring, Leute. Unten geilen Ring. Das läuft. Jetzt. Gib uns bitte nochmal Glück. Ja, das war ihr Pech. Jetzt gib uns nochmal Glück. Ja, gut, bin ich damit zufrieden. Erstmal bin ich damit zufrieden. Besser wie nicht, würde ich sagen. Aber hier geht es jetzt erstmal wirklich nicht weiter. Ne, der ist bei 1 Million, ist der erstmal festgesetzt. 900.000, 1 Million, 158.000. Level 110, Freunde, es geht weiter voran. Läuft, aber jetzt sind wir am Ende, oder? Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Aber es ist egal, Freunde, ich will euch hier dran teilhaben lassen. Und denkt dran, wie gesagt, wenn ihr am Giveaway mit teilnehmen wollt, 200 Pilze, dann klickt in der Videobeschreibung auf den ersten Link, wo da steht hier zum Giveaway und sonst was. Befolgt die Anweisung dort wie beim Adventskalender, wer damals alles beim Adventskalender mitgemacht hat, weiß ja noch, wie es läuft. Ansonsten ist es aber auch alles selbsterklärend. Bei Fragen einfach in die Kommentare das schreiben. Andere Zuschauer helfen euch sicherlich. Meine Freunde, das sollte es gewesen sein. Level 110. Ja, so schnell geht's, Freunde. So schnell geht's. Das war geil und da habe ich noch nicht mal nach irgendwelchen Epics hier gesucht. Aber ihr seht auch, wir haben Pilze bis zum Getno verbrannt. Aber es ist egal, das kann man sich einmal leisten, sage ich mir mal. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, denkt daran, beim Giveaway mitzumachen. Im Endeffekt, die Chancen sind eigentlich ganz gut. Nur je nachdem, wie viele natürlich mitmachen. Also sagen wir mal, machen 100 Mann mit, ist die Chance immer noch 1 zu 100. Ist 3 Millionen mal besser wie im Lotto. Ne? Deswegen, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dann, haut rein. Also nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, haut rein. Peace and out.